Hallo und willkommen in meinem Garten. Heute geht es um das Thema Selbstversorger werden. Selbstversorger ist so eine Sache oder ein Wort, wird oft verwechselt mit autark leben, sich komplett selbst zu versorgen. Ja, sich selbst zu versorgen in der heutigen Zeit mit allem ist ohne einen landwirtschaftlichen Betrieb nicht möglich. Wir müssen Überschüsse erzielen. Wir haben Steuern zu bezahlen, sei es Mieten, sei es Grundsteuern, sei es Kfz-Steuern. Es müssen Versicherungen finanziell bedient werden. Da kann man nicht einfach mal mit einem Salatkopf oder einem Kilo Tomaten zur Krankenkasse gehen und sagen, versichere mich mal für 2 Tage. Ja, also wie gesagt, die reine Selbstversorgung, die echte Selbstversorgung, muss sehr gut überlegt werden. Denn es müssen Überschüsse erwirtschaftet werden, von denen man, wie gesagt, Kosten, die fix anfallen, auch abdecken kann. Gehen wir also mal davon aus, dass ihr nicht vorhabt, einen landwirtschaftlichen Betrieb zu eröffnen, so wie wir es in der Zwischenzeit getan haben, rein um uns selbst versorgen zu können, sondern gehen wir davon aus, dass ihr euch nebenbei selbst versorgen wollt, saisonal selbst versorgen wollt, mit dem, was gerade wächst. Gehen wir davon aus, dass ihr euch über die saisonale Zeit selbst versorgen wollt, durch Einkellern, durch Einkochen oder Trocknen diverser angebauten Pflanzen, Nutzpflanzen, die ihr euch dann in eurem Garten ziehen könnt. Wie gesagt, die erste Überlegung ist diejenige, will ich richtig hart arbeiten und mich selbst versorgen, zu 100%. In diesem Fall bleibt euch nichts anderes übrig, wie aufs Land zu ziehen und euch einen kleinen Bauernhof zu kaufen. Geht mal davon aus, dass ihr für die Selbstversorgung ohne Tiere problemlos 3.000 bis 4.000 Quadratmeter reine Nutzfläche, Anbaufläche benötigt, die dann schon sehr eng bewirtschaftet werden muss. Noch besser wäre ein knapper Hektar, also sprich 10.000 Quadratmeter. Wenn ihr jetzt noch Tiere halten wollt, kommt es wirklich drauf an, was für Tiere. Ein paar Hühner, da reicht ein kleiner Stall. Wollt ihr euch mit Fleisch komplett selbst versorgen, braucht ihr natürlich mal mindestens 1-2 Schweinchen. Ja, möglicherweise, wenn ihr euch mit Milch und Rindfleisch versorgen wollt, gehören natürlich auch Rinder dazu. Wir selbst hatten bis vor kurzem zu unseren Hühnern und Rindern auch noch Schafe und Schweine. Haben aber gemerkt, dass es sehr schön ist, wenn man halt auch sein eigenes Schweine- und Schaffleisch aus der Gefriertruhe holen kann. Allerdings ist es für uns zu zweit hier nicht möglich, uns um den Gartenbau, sprich das Gemüse, Obst zu kümmern und nebenbei noch um Hühner, Schweine, Schafe und Rinder. Wir selbst haben also Hühner, wir selbst halten Rinder. Die Rinder halten wir ganzjährig auf der Weide, Sommer wie Winter. Sind also in Robusthaltung, funktioniert ganz prima und ich glaube, die Rinder danken es uns auch, dass sie nicht im Stall eingesperrt werden. Klar, gibt es einen dreiseitigen Unterstand, sind windgeschützt. Ja, Hühner beliefern uns mit Eier. Hühner beliefern uns mit Fleisch, aber auch da ist es wieder so, wenn ihr natürlich selbst kein Getreide anbaut, müsst ihr das Futter zukaufen. Auch hierfür wird natürlich wieder Geld benötigt, das auf der anderen Seite irgendwo erwirtschaftet werden muss. Gehen wir mal davon aus, dass ihr euch für eure Selbstversorgung mit Fleisch ein Rind halten wollt. Ihr geht also irgendwo hin, auf den Rindermarkt oder übers Internet oder zu einem Bauern, wo auch immer, zu einem Viehhändler. Kauft euch dort ein weibliches Rind. Lasst dieses Rind belegen, also sprich besamen. Bekommt nach 10 Monaten Kälbchen. Ihr habt frische Milch jeden Tag und habt natürlich das kleine Kalb. Jetzt freut ihr euch natürlich und sagt, super, ich kann das Kalb verkaufen.
Damit kann ich meine Krankenversicherung bezahlen. Falsch. Je nach Rasse bekommt man für so ein Kalb irgendwo zwischen 40, ja, und sagen wir mal 1000 Euro. Die Regel liegt irgendwo so um die 150 bis 200 Euro für ein Kalb, was man bekommen kann, wenn das Kalb so 2 bis 4 Wochen alt ist. Ist wie gesagt rassebedingt und ja, geht mal eher von einem kleinen Betrag aus, mit dem ihr nicht viel anfangen könnt. Gut, ihr habt die Milch und das Sinnvollste ist wirklich, das Kalb 2 Jahre stehen zu lassen, zu schlachten, sodass ihr alle 2 Jahre ein frisches Kalb in der Gefriertruhe habt. So könnt ihr euch problemlos selbst mit Fleisch versorgen. Und die Mutterkuh steht auch durchgehend in der Milch, sodass ihr euch theoretisch mit Milch und Käse versorgen könntet. Quark, was auch immer, Sahne, was wir so alles aus Milch auch selbst herstellen. Nehmen wir mal das Thema Schwein. Das ist schon etwas interessanter. Für Schweinefleisch ist es natürlich so, ihr braucht auch eine Muttersau. Die könnt ihr natürlich auch künstlich besamen lassen. Somit spart ihr euch die Haltung eines Ebers. Eine Sau wirft zwischen 6 und 16 Junge in etwa. Gehen wir mal davon aus, dass tatsächlich mal so 10 Ferkelchen aufgezogen werden als Basis. Dann bekommt ihr für ein Ferkel in der Gewichtsklasse, ja, Spannferkelgröße 30, 35 Euro. Ist also nicht die Welt. Eins davon esst ihr selber, eins davon zieht ihr euch auf ein Dreivierteljahr, bis ihr so auf 100, 110 Kilo seid. 8 Stück könnt ihr also verkaufen, zum Preis zwischen, ja, was werden sie dann erwirtschaften? 150 bis 200 Euro. Ist so gesehen auch noch nichts, mit dem ihr wirklich einen großen Sprung machen könnt. Immerhin wirft eine Sau auch nur 2 Mal im Jahr. Ja, nächstes Thema Schafe. Wir bleiben heute mal ein bisschen beim Fleisch, gehen dann später in den Gartenbau über. Wir sind ja heute immer noch beim ersten Teil. Nehmen wir uns mal Schafe vor. Je nach Rasse wirft ein Schaf auch bis 1 bis 3 Junge, einmal im Jahr. Ein Schaf benötigt ca. 2000 Quadratmeter Fläche. Genau, gehen wir mal auf die Fläche rüber nochmal. Die Rinder, kann man sagen, pro Rind 1 Hektar Fläche. Was kann man vom Schaf nutzen? Vom Schaf kann man in erster Linie natürlich die Milch nutzen, was nicht allzu viel ist. Also Thema Milch können wir eigentlich annähernd ausschließen, wenn ihr nicht gleich eine große Herde halten wollt. Ja, wie gesagt, mit 1 bis 3 Nachkömmlingen je Schaf im Jahr könnt ihr euch auch nur selbst versorgen und nicht wirklich finanzielle Überschüsse erzielen. Die 2 anderen Lämmer bei 3, oder gehen wir mal davon aus, im Schnitt habt ihr 2 Lämmer. 1 esst ihr selber, wenn es größer ist, geht in die Schlachtung. Und 1 könnt ihr eventuell verkaufen, da liegt der Preis auch je nach Rasse irgendwo so zwischen 50 und 300 Euro. Nichts, mit dem man wirklich Sprünge machen kann, reicht vielleicht für die Kfz-Versicherung, reicht vielleicht auch noch für die Steuer. Aber damit ist das Thema dann auch schon erledigt. Ja, was hatten wir? Wir hatten Hühner, wir hatten Schweine, wir hatten Rinder und wir haben Schafe. Selbstverständlich kann man von dem Schaf auch die Wolle nutzen, je nachdem, was für ein Schaf man hat. Wir hatten Haarschafe, die erst gar keine Wolle angesetzt haben, beziehungsweise die Wolle direkt wieder von alleine abgeworfen haben. Da ist kein großes Nachscheren notwendig. Zu den ganzen Formalitäten, die mit der Tierhaltung natürlich auf einen zukommen, ist es am Anfang ein kleines bisschen eine Rennerei. Man braucht verschiedene Genehmigungen, viele davon sind reine Formsache. Es sind natürlich Nutztiere, die gehalten werden, das geht nicht einfach so. Ich stelle mir mal eine Kuh in den Vorgarten. Man benötigt natürlich die entsprechenden Möglichkeiten, die Tiere auch über Winter durchzufüttern. Man benötigt einen Stall und bei einer größeren Anzahl Tiere entsprechende Reinräume etc. Aber darüber braucht man jetzt auch nicht reden.
Ja, Schafe scheren, klar, Wolle spinnen und zur Not verstricken kann man natürlich über Winter machen, aber von einem Schaf bekommt ihr nicht so viel Wolle, da könnt ihr euch mit Glück ein paar Socken machen. Ist auch nicht das, mit dem man sich wirklich fürs ganze Jahr einkleiden kann. So, wir haben die meisten Tiere durch. Es gibt natürlich noch andere Arten von Nutztieren. Sehr interessant dabei sind zum Beispiel Puten oder Gänse. Puten oder Gänse brauchen natürlich lang nicht so viel Platz wie jetzt ein Schaf oder ein Rind. Liefern ordentlich Fleisch. Liefern dazu auch noch wenige Eier. Außer man brütet die natürlich wieder selbst aus, um die Tiere fürs nächste Jahr sich großziehen zu können. Ja, Puten, wie gesagt, eine sehr feine Sache. So eine Pute zieht man sich in einem halben Jahr groß. Liefert ordentlich Fleisch. Und ja, also wie gesagt, Putenfleisch ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Man braucht auch nicht so viel Futter zukaufen, da sich Puten sehr viel auch vom Gras ernähren, von den Wiesen, auf denen sie laufen. Und ja, könnte man also wirklich als eines der Tiere für die Fleischproduktion sehen, die am sinnvollsten ist für die kleinbäuerliche oder für die selbstversorgerische Haltung. Ja, ich glaube, somit haben wir innerhalb von wenigen Minuten bereits mal das Thema Tiere abgehandelt. Gehen wir aber mal davon aus, dass ihr gar nicht die Möglichkeit habt, euch Tiere zu halten bzw. Großtiere halten zu wollen, weil ihr vielleicht in der Stadt lebt, weil ihr vielleicht nicht über Flächen verfügt oder weil ihr einfach sagt, das ist mir zu viel Arbeit, mir jetzt auch noch Tiere halten zu, ja, das mit den Tieren antun zu wollen. Selbstversorgung im eigentlichen Sinn beginnt in erster Linie bei der Kostenreduzierung. Wenn ihr jetzt in einer Mietswohnung seid, tut ihr euch dann natürlich ein bisschen schwer. Wie kann man in einem Mietshaus oder in einer Mietswohnung Kosten reduzieren? Ich fange vielleicht erstmal damit an, dass ich meine alten Elektrogeräte überprüfe, was habe ich an Strombedarf oder Verbrauch. Brauchen die Geräte nicht wirklich viel zu viel Strom und ist es nicht sinnvoller, auf neue Geräte umzusteigen, die möglicherweise nur noch ein Drittel benötigen? Denn auch als Selbstversorger muss ich ja irgendwie das Einkommen erzielen, um meine laufenden Kosten decken zu können. Wir haben damit begonnen, erstmal unsere gesamten Elektrogeräte, die älter als 10 Jahre waren, auszutauschen. Wir haben alle ganz normale Glühbirnen, die wir im Haus hatten, ersetzt durch LED-Glühbirnen. Stromsparende Geräte, selbstverständlich, alle ausgetauscht. Der nächste Schritt war die weitere Kostenreduzierung durch eine Anschaffung einer Photovoltaikanlage. Wir haben eine 10 kW Anlage. Unser eigener Verbrauch liegt am Tag bei 10 bis 13 Kilowattstunden, sodass wir sogar noch einen kleinen Überschuss erzielen, mit dem die Anlage sich finanzieren lassen würde, wenn sie denn finanziert wäre, beziehungsweise ja, ein bisschen Kleingeld im Jahr noch zusätzlich mit reinbringt. Wie gesagt, Kostenreduzierung ist das A und O. Irgendwo müssen die Penunzen zum Leben reinkommen, wenn man sich selbst versorgt. Man kann sich natürlich nicht darauf verlassen, dass man an die Tankstelle fährt, einen Sack Kartoffeln abgibt und sagt, mach mir mal mein Auto voll. Funktioniert in der heutigen Zeit leider nicht mehr. Wasser. Wasser ist das nächste. Ich meine, wir brauchen zum Wasser zum Leben, wir brauchen Wasser zum Kaffee kochen, zum Händewaschen, um uns zu waschen. Wir brauchen Wasser für unsere Pflanzen, die wir anbauen wollen. Wenn ihr die Möglichkeit habt und natürlich ein eigenes Grundstück habt, ist es sinnvoll, sich einen Brunnen bohren zu lassen. Leitungswasser ist eine relativ kostbare Geschichte. Leitungswasser zum Gießen zu verwenden, ist annähernd zu schade. Wenn man natürlich keine andere Möglichkeit hat, muss man selbstverständlich auch Leitungswasser zum Gießen verwenden. Aber bedenkt, wenn ihr einen normalen Anschluss habt, einen ganz normalen Hausanschluss, ihr bezahlt für jeden Liter Wasser, den ihr aus der Leitung entnehmt, auch Abwasser.
Die Kosten sind natürlich immens hoch, gerade wenn man einige tausend Quadratmeter zu bewässern hat, dann macht das relativ wenig Sinn. Hierfür bieten die meisten Wasserwerke bzw. Lieferanten einen gesonderten Tarif an. Man benötigt dafür einen Extrazähler, nennt sich Gartenzähler. Und damit fällt das Abwasser weg. Das heißt, in dem Fall kann man natürlich auch Leitungswasser zum Gießen verwenden und ihr zahlt nur das reine Wasser und nicht auch noch die Abwassergebühren für das Wasser. Macht aber wirklich nur dann Sinn, wenn man auch eine größere Fläche zu bewässern hat und keine andere Möglichkeit hat, wie zum Beispiel, wir nutzen unser Wasser aus dem Bach zum Gießen. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit. Wie gesagt, wenn ihr die Möglichkeit habt, bohrt euch einen Brunnen. Das sind einmalige Kosten und ihr habt natürlich so viel Gießwasser, wie ihr benötigt für euer Grundstück. Wie gesagt, Kosten reduzieren, da man wirklich nicht große Sprünge machen kann, wenn man sich selbst versorgt. Thema Strom, Thema Wasser. Wenn es euch möglich ist, natürlich von der finanziellen Seite aus. Wir reden jetzt nicht über komplette Aussteiger. Komplette Aussteiger haben ja schon allein das Problem, dass sie alle 10 Jahre einen Ausweis nachmachen müssen. Auch dafür ist Geld notwendig. Also so gesehen, ihr seht, ganz ohne geht's nicht. Ihr müsst euch immer irgendeine Möglichkeit überlegen oder offen halten. Wie bekomme ich noch ein paar Euronen rein, um auch wirklich meine laufenden Kosten decken zu können. Ja. Wie gesagt, wir selbst nutzen den Strom, den die Sonne produziert. Wir selbst nutzen das Wasser, das am Bach sonst ungehindert in den nächsten Fluss laufen würde. Wir arbeiten nicht mit schwerem Gerät, sondern arbeiten mit relativ kleinen Geräten. Sicherlich ist da das eine oder andere benzinbetriebene Gerät auch mit dabei. Die Geräte werden wir in den einzelnen Videos so nach und nach noch vorstellen. Mit denen wir arbeiten. Ja, das Wichtigste, was ihr natürlich braucht, um euch selbst versorgen zu können, ist eine Baufläche. Wenn ihr nun einen kleinen Balkon habt, auch dort hat man die Möglichkeit, sich zumindest, also in der Stadt oder ähnliches, zumindest einige Blumenkästen auf den Balkon zu stellen. Man kann sich sehr gut Kräuter oder auch ein paar Erdbeeren oder verschiedene andere kleine Dinge mit auf den Balkon stellen. Und sich zumindest nebenbei ein bisschen selbst versorgen. In einigen großen Städten, aber auch schon kleineren Städten, werden inzwischen Nutzgärten angeboten oder Flächen angeboten, auf denen ihr euch selbst was anbauen könnt. Achtet darauf, dass die Flächen nicht so teuer sind, die ihr anpachtet, anmietet, wie auch immer, dass sich die ganze Selbstversorgung unterm Strich nicht rechnet oder die zusätzliche Selbstversorgung. Ihr wisst zwar, woher euer Essen kommt, aber gerade auf großen Flächen, die von dem Landwirt bewirtschaftet werden, achtet darauf, dass es ein Biobetrieb ist. Ihr wisst sonst nicht, was an Kunstdünger noch auf diesen Flächen landet oder ähnlichem. Leute, dann könnt ihr euer Zeug gleich im Supermarkt kaufen und darauf achten, dass es aus der Region kommt. Ja, ihr braucht wie gesagt einige tausend Quadratmeter an Fläche. Am sinnvollsten ist es natürlich eigenes Land. Wenn ihr die Möglichkeit habt, eigenes Land zu bewirtschaften. Liegt allein schon daran, dass in der Regel, sage ich mal, Pachtgärten auch ein bisschen Geld kosten. Wenn ihr das Ganze im Kleingarten versucht, könnt ihr euch natürlich auch Obst, Gemüse anbauen. Gewisse Flächen müssen laut Kleingartengesetz natürlich auch wieder Rasenfläche sein und nicht die ganze Fläche darf bewirtschaftet werden. Also braucht ihr schon relativ große Gärten, um euch selbst versorgen zu können. Thema nebenbei Selbstversorgen. Wie gesagt, es müssen genug finanzielle Mittel noch da sein, um die laufenden Kosten decken zu können. Bekommt ihr mit einer Fläche von 2.000-3.000 Quadratmeter nicht hin. Nebenbei Selbstversorgung wird also das Thema sein, was die meisten von euch anspricht. Was gibt es für Möglichkeiten? Wie gesagt, ihr besorgt euch eine kleine Fläche. Nehmen wir mal so eine Gartenfläche von 400 Quadratmeter, vielleicht 500-600 Quadratmeter. Viel größere Gärten werdet ihr gar nicht finden. Versucht die mal am Anfang zu bewirtschaften. Ihr werdet sehen, das ist eine ganze Menge Handarbeit.
Fangt an mit einfachen Pflanzen. Macht euch ein bisschen Salat rein, ein bisschen Rettich, rote Beete, Tomaten, Gurken, was ihr so eben alles möchtet. Das ist gar nicht mal so schwierig. Und versucht mal, etwas größere Mengen anzupflanzen, wie ihr selbst verwenden könnt. Jetzt ist natürlich der Verkauf von dem Überschuss relativ schwierig gestaltet, da ihr mit diesen wenigen Kisten an Überschüssen lang keinen Supermarkt beliefern könnt. Mit Glück habt ihr einen kleinen Tante-Emma-Laden in der Nähe, falls es sowas heutzutage noch irgendwo gibt, der mit euch vielleicht ein Tauschgeschäft eingeht, der euch vielleicht das eine oder andere auch abkauft. Oder aber ihr versucht über einen Tauschring oder ähnliches an eben genau diese Sachen zu kommen, die ihr selbst nicht erwirtschaften könnt. Ja, was kann das sein? Was kann man denn so tauschen? Selbstverständlich könnt ihr euer Obst und Gemüse, das ihr habt, auch gegen anderes Obst und Gemüse tauschen, das gerade bei euch nicht wächst. Beachtet aber dabei wieder, dass wenn ihr irgendwo hinfahrt, um diesen Tausch durchzuführen, dass sich das Ganze auch wieder rechnen muss. Und es macht keinen Sinn, wenn ich 30 Kilometer fahre und 10 Liter Sprit irgendwo rausblase, nur um 2 Salatköpfe gegen ein halbes Kilo Kirschen zu tauschen. Ja, behaltet also grundsätzlich immer den Nutzen im Hinterkopf. Bringt mir das Ganze was? Oder ist es sinnvoller, wenn ich meinen überschüssigen Salat einfach den Hühnern oder den Schafen gebe? Die freuen sich dann nämlich genauso drüber. Selbstverständlich könnt ihr eure überschüssigen Pflanzen, ich nehme jetzt gerade mal wieder den Salat als Beispiel, auch problemlos stehen lassen. Der Salat wird aufschießen, der Salat wird blühen und wird Samen produzieren, die ihr im nächsten Jahr selbstverständlich wieder für die Aussaat verwenden könnt. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt eine samenfeste Sorte gepflanzt, bei der das dann auch möglich ist. Achtet sowieso darauf, wenn ihr euch versucht, auch mit euren Pflanzen selbst zu versorgen, dass ihr samenfeste Sorten verwendet. Das sieht man auf diesen Päckchen, wenn man die kauft, steht entweder drauf SF, samenfest, oder F1. Überall, wo diese F1 draufsteht, diese Hybrid-Samen, könnt ihr davon ausgehen, dass ihr keine großen Anzuchterfolge haben werdet. Es kann funktionieren, aber bei manchen Früchten, die man daraus zieht, sage ich mal, entwickelt sich nicht der Geschmack, den man gewohnt ist, da die negativen Eigenschaften meistens in der nächsten Generation wieder durchschlagen. Also ist kein Muss, das ist ein Kann, man kann es ausprobieren, aber wenn die Fläche auf dem Feld oder im Garten erstmal verschwendet ist, kriegt ihr natürlich keine zweite Generation wieder auf diese Fläche gestellt und habt einige Quadratmeter verloren. Merkt euch also immer samenfeste Sorten kaufen, dann könnt ihr eure Samen selbst nachziehen. Das funktioniert bei sehr, sehr vielen Pflanzen ganz gut. Dann nehmen wir mal die Tomate, dann nehmen wir mal den Salat, dann nehmen wir den Paprika, die Zucchini, die Gurke, die Aubergine. Kohlsorten sind in der Regel zweijährig, da funktioniert es nicht. Wie wir Kräuter vermehren, werdet ihr eine ganze Menge Videos von uns finden. Da gibt es nämlich auch mehrere Möglichkeiten. Also auch Kräuter ist gar kein Problem selbst zu vermehren. Die meisten Kräuter lassen sich sehr gut über Samen vermehren oder einfach über Teilung bzw. über Stecklinge. Dazu wie gesagt in anderen Videos. Heute Thema Selbstversorger werden. Ihr habt es nun geschafft. Ihr habt euch ein eigenes Häuschen gekauft, einen kleinen Bauernhof oder langfristig gepachtet. Ihr habt euren eigenen Strom, ihr habt möglicherweise sogar euren eigenen Brunnen und habt die Stromkosten los und ihr habt die Wasserkosten fürs Gießen los. Ist eine super feine Sache. Wir brauchen trotzdem noch, je nachdem wie groß die Familie ist, ein gewisses Kapital, um die Grundkosten decken zu können. Leute, weder das Finanzamt noch die Krankenkasse noch sonst wer wird euch jemals von der Angel lassen. Ihr werdet immer einige, ja mehrere hundert Euro im Monat benötigen. Wenn nicht sogar 1000, je nachdem, wie groß die Familie ist, um euch komplett, sage ich mal, über Wasser halten zu können. Ja, möglicherweise habt ihr das Glück, dass ihr eine Omi zu Hause habt. Möglicherweise habt ihr das Glück, dass ihr große Kinder zu Hause habt, die mit anpacken können und wollen. Nebenbei noch so ein festes Einkommen, gerade am Anfang, ist gar nicht mal verkehrt.
Weil, wie gesagt, die Kosten, die laufen, müssen einfach gedeckt werden. Ja, wir haben das gemacht. Wir haben Glück. Wir haben einige Wohnungen in der Vermietung und haben so gesehen ein festes Einkommen. Auch einige Grundstücke sind verpachtet. Und ja, wie gesagt, wir brauchen uns um laufende Kosten erstmal keine Gedanken machen, sodass wir uns ganz unserer Selbstversorgung widmen können. Auch wir versorgen uns nicht zu 100% selbst. Wie ich bereits erwähnt habe, wir haben Schafe und Schweine abgeschafft. Das heißt, hier besteht ein Defizit. Schweinefleisch, Schaffleisch muss dazu gekauft werden. Genauso Fische. Wir haben keine eigenen Fische. Das heißt, mal die eine oder andere Forelle hier aus der Region wird dann doch noch eingekauft. Genauso wie ich natürlich schlecht einen Salat im Winter essen kann. Zum Haltbarmachen von Salat komme ich auch noch. Gibt es auch noch Möglichkeiten. Wie mache ich Salat haltbar? Der wird nicht frisch und knackig sein, aber auch da gibt es Videos, die wir noch online stellen werden. Ich glaube, ich bin ein kleines bisschen vom Thema abgestreift. Sorry, aber ich kriege langsam trockenen Hals. Ja, wir brauchen fleißige Hände. Wir brauchen für das eine oder andere kleine Geräte. Wenn ihr ein Feld bearbeiten wollt, ist es mindestens ein ordentlicher Grabspaten, Grabgabel, ein ordentlicher Spaten. Wenn ihr die Möglichkeit habt, Motorhacke, kleiner Pflug etc., gibt solche Kombigeräte, kann man einiges ranhängen. Will ich jetzt keine Marken nennen, da gibt es so viele. Von gut bis weniger gut, von klein bis groß, ja, endet irgendwo bei einem Mini-Trecker. Das Ganze je nach eurer Größe, die ihr zu bewirtschaften habt. Aber gehen wir mal von Spaten und Grabgabel aus. Ackert mal zum Beet mit mehreren 100 Quadratmetern mit Spaten durch. Und dann wisst ihr, was ihr getan habt. Die ganze Fläche muss dann auch einigermaßen geglättet werden. Also Grundvoraussetzung, Spaten, Grabgabel, Rechen. Wenn ihr damit ausgestattet seid, habt ihr das Notwendigste, was ihr benötigt, um loslegen zu können. Gummistiefel, ganz wichtiges Thema. Wenn ihr jetzt nicht wirklich mit Maschinen arbeitet, reichen einfache Gummistiefel. Aber überlegt euch doch beim nächsten Gummistiefelkauf, ob ihr nicht Gummistiefel gleich mit Stahlkappe kauft. Ihr seid wirklich flexibler und habt zum Beispiel auch, wenn ihr mal Holz hacken wollt und euch mal so ein Klotz runterfällt, einen kleinen Schutz auf dem großen Zeh. Und natürlich auch eine Stahlsohle unten eingefügt, sodass man auch mal auf den Nagel treten kann. Im Hintergrund seht ihr meinen Grill. Der Grill ist selbst gemauert, wird auch viel zum Kochen im Sommer benutzt, also an den schönen Tagen. Das heißt, hierfür wird natürlich Holz verwendet. Das Holz verwenden wir auch von eigenen Grundstücken. Wir haben auch ein kleines Wäldchen und ja, oder Abfallholz, was so anfällt, unbehandeltes. Mal eine alte Palette oder sonst was. Geht bei uns alles in den Grill. Auch das reduziert natürlich weitere Kosten. Aber nehmen wir mal ein Hähnchen, das zu rupfen ist und man mal schnell 20 Liter heißes Wasser benötigt. Machen wir auf dem Grill zum Beispiel heiß und benutzen dafür nicht den Herd. So einen Holzofen irgendwo mal reinstellen. Gibt es irgendwo noch auf dem Land zu kaufen, muss kein neuer sein. Es geht ja nur darum, dass wenn man mal schön draußen sitzt. Leute, spart euch den Strom. Noch haben wir viel Strom aus Kohle, noch haben wir viel Strom aus Atomkraft. Ja, wenn auch nicht mehr aus Deutschland, aber aus dem benachbarten Ausland kommt noch sehr, sehr viel Atomstrom. Ich bin jetzt kein Öko-Freak, aber wir alle haben Kinder oder die meisten haben Kinder. Die Kinder werden wieder Kinder haben. Und wenn man die Möglichkeit hat, tun wir doch gleich ein bisschen was für die Umwelt und ja, versuchen einfach einigermaßen sauber zu leben. Dazu gehört auch mal nicht eine Kippe in die Gegend zu schnipsen. Ja, ich glaube, ich bin schon wieder ein kleines bisschen am Abschweifen. Wir sind dabei, unseren Acker zu bestellen, beziehungsweise um die Flächen zu bestellen. Da kommen wir vielleicht beim nächsten Video drauf. Wir sind jetzt hier noch beim ersten Teil. Wie werde ich Selbstversorger?
Wir haben unser Häuschen, wir haben unser Grundstück, wir haben das eine oder andere Gerät angeschafft und wir haben die notwendige Zeit, um uns selbst zu versorgen. Soweit ist alles gut und wir haben natürlich noch ein sicheres Einkommen vom Partner, von der Partnerin, vom Junior, der vielleicht noch zu Hause lebt und der bei dieser ganzen Geschichte mitmacht. Ein sicheres Einkommen ist da. Wir wissen also, wir können uns finanziell über Wasser halten und wir können anfangen, uns selbst zu versorgen. Wir pflanzen die ersten Pflänzchen, die wir uns aus Samen am besten selbst vorziehen und nicht irgendwo bei einem Gärtner kaufen. Denn wenn ihr eine Tomatenpflanze für 1 Euro irgendwo beim Gärtner holt oder für 2 Euro, 3 Euro eine veredelte Sorte, Leute, ihr gewinnt dadurch nicht viel, ihr habt nur eine Menge Arbeit und habt das gute Gefühl, jawohl, ich habe mir selbst was großgezogen. Nur ihr wisst natürlich nicht, was steckt in der Erde vom Gärtner. Nehmt daher also, wie gesagt, eigene Geschichten, zieht euch das Zeug vor, pflanzt es auf eurem eigenen Grund und Boden. Und ihr habt immer den Überblick drüber, was ist in meinen Pflanzen drin. Zur Düngung der Pflanzen, ihr habt Tiere. Also wenn ihr Tiere habt, habt ihr euren eigenen Mist, mit dem ihr problemlos düngen könnt. Ihr braucht nicht auf Chemie zurückgreifen. Versucht es immer ein bisschen in euren Gedanken mit einzubinden. Wenn ihr euch selbst versorgt, versorgt euch gesund. Denn ungesund geht es auch im Supermarkt. Oder ja, wo ihr eben bislang einkauft. Bio ist auch nicht wirklich das, was Bio ist. Ja, genau. Warum sind wir kein Bio-Betrieb? Bio und Öko sind Marken, die im Endeffekt heutzutage gekauft werden müssen. Da wir uns aber selbst versorgen und auch nur Überschüsse abgeben, also sprich die Sachen, die wir zu viel produzieren oder aber auch zum Teil extra mehr produzieren, um auch ein paar Euro verdienen zu können, hält sich sowas von in Grenzen, also sprich ist nicht viel, dass für uns eine Bio- oder Öko-Zertifizierung einfach zu teuer wäre und wir theoretisch theoretisch die Preise auf das einzelne Produkt so hoch ansetzen müssten, dass sich das weder für den Käufer noch für uns lohnen würde. Wir würden nichts verkaufen und der Käufer würde sagen, wie kommen die auf diese Preise? Also daher nicht Ökohof, nicht Biohof, sondern Vitahof. Hof deshalb, weil wie gesagt, eine Landwirtschaft, ein landwirtschaftlicher Betrieb angemeldet werden musste, schon allein aufgrund der Tierhaltung. Man bekommt Betriebsnummern erteilt etc. Und stellt euch das mal vor, wie sieht das aus? Ein Hobbygärtner, der im Garten eine Kuh hält, geht nicht. Das heißt, die Viecher brauchen natürlich auch Flächen. Somit blieb uns nichts anderes übrig, als im Endeffekt eine offizielle Landwirtschaft zu betreiben, die jetzt auch so betrieben ist. Finanzamt freut sich, jeder freut sich. Es ist zwar für uns ein riesen Hobby, aber auch das Finanzamt freut sich ein bisschen mit. Soll ja auch so sein. Leute, wo Geld verdient wird, sollte man auch entsprechend an andere denken und seine Steuern bezahlen. Ja, wieder ein kleiner Schwank. Ein kleiner Schwank aus unserem Betrieb oder ja, Hobbybetrieb mehr oder weniger. Millionär kann man natürlich nicht werden, wenn man nur so ein bisschen für sich selbst anbaut und Überschüsse abgibt. Aber es ist doch schön und man freut sich, wenn sich die Leute an der Qualität freuen, die man dann abzugeben hat. Also Eier zum Beispiel haben wir immer wieder mal im Überschuss. Unsere Rasse Huhn-Eier sowieso. Die sind fast zu schade zum Essen, die werden ausschließlich zum Ausbrüten genutzt und für ja, Zuchttiere, die dann wieder auf die Ausstellung gehen. Jetzt bin ich schon wieder viel zu viel bei uns, bei dem Thema hier. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin, sondern ich wollte eigentlich immer noch beim Thema Selbstversorgung bleiben, beziehungsweise Selbstversorger werden. Selbstversorger werden ist eine sehr, sehr schwere Überlegung, beziehungsweise ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute darüber nachdenken, in der heutigen Zeit, sich mit dem einen oder anderen selbst zu versorgen. Ich rate jedem eigentlich von dem Schritt ab, ohne einen ordentlichen finanziellen Background zum kompletten Selbstversorger mutieren zu wollen. Fangt klein an
macht es nebenbei. Wie gesagt, Spaten, Grabgabel, Rechen. Holt euch ein paar Pflänzchen, holt euch einen Schrebergarten. Probiert das mal aus, ob ihr das wirklich mal eine Saison durchhaltet, so eine Fläche zu bewirtschaften. Steigert euch langsam hoch. Für den Anfang 3 bis 5 Hühner. Vielleicht 2, 3 Bruten dazu. Und ja, denkt daran, alles was man natürlich auch an Tieren aufzieht, muss geschlachtet werden. Wenn man es denn mal essen möchte. So viel heute von mir zum Thema Selbstversorger werden. Die ersten Gedankengänge habe ich euch mit auf den Weg gegeben. Schreibt mir zu diesem Video euren Kommentar, was euch interessiert im Bereich Selbstversorger werden. Ich werde versuchen, im nächsten Video direkt darauf einzugehen. Fortsetzung folgt. Wie gesagt, das mit dem Selbstversorger ist eine etwas längere Geschichte. Bis Teil 2 erscheint, könnt ihr euch mal das eine oder andere Video von uns anschauen. Da erklären wir das eine oder andere, wie man es vermehren kann, wie man es anbaut, was wir so tun generell. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Freut mich, dass ihr reingeschaut habt. Und ich hoffe, ihr schaut euch meine anderen Videos an, abonniert den Kanal. Teilt dieses Video, wenn es euch gefallen hat oder denkt, es könnte jemand anderem bei seinen Entscheidungen helfen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Tschüss aus meinem Garten. Machen wir einfach einen Cut hier rein.